Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir sind hier auf dem Stand von Fitbit auf der IFA 2017 in Berlin. Und hier ist die neue Fitbit Ioniq. Die ist erst gestern vorgestellt worden und das ist die neue Top-Smartwatch von Fitbit. Und die kann sozusagen alles. Für 350 Euro hat man hier Heartrate-Tracking, man hat also Herzfrequenz-Tracking, man hat GPS, man hat Offline-Musik, 2,5 GB Speicher dafür, man hat auch sogar eine Messung des Sauerstoffgehalts im Blut und sie läuft auch mit einem ganz anderen Betriebssystem, nämlich mit dem Fitbit OS. Und das Beste, es ist auch mit Windows 10 und Windows 10 Mobile kompatibel. So sieht sie aus, ist eine, ja, ein bisschen im Apple Watch-Stil, muss man sagen, hat dafür aber hier drei Buttons, also hier auf der rechten Seite zwei und hier links den typischen Menü-Button zum Ein-Ausschalten. Wir können mit Touch interagieren und hier die zwischen den verschiedenen Menüs durchwechseln. Wir haben hier die Notification, also die Benachrichtigung. Und auf der linken Seite hier einige Menüs. Wenn wir hier nach rechts wischen, dann öffnet sich hier dieses Fitbit-Menü, wo wir die Geldtasche, also die Brieftasche haben. Wir haben den Tagesablauf, also den, was wir heute erreicht haben an Sport. Dadurch, dass das Gerät hier am Stand steht, relativ wenig. Wir können dann wieder zurück. Dann haben wir das Wetter, wir haben einen Übungsmodus, Strava, unterschiedliche Apps, ein Coach. Musik ist auch drauf, das heißt, wir können hier auf der Fitbit Ioniq können wir Musik drauf speichern und dann müssen wir unser Telefon einfach nicht mitnehmen, wenn wir joggen beispielsweise oder im Fitnessstudio sind, dann kann man auf das Telefon verzichten. So, wie geht's hier zurück? Man kann unterschiedliche Apps installieren, hier haben wir die Einstellungen, also hier kann man die Vibrationsstärke einstellen, die Helligkeit. So, auf Maximum ist die jetzt eingestellt und man hat auch einen Relax-Modus, das heißt, man soll damit entspannen können irgendwie, sind im Prinzip Atemübungen, die eben auch von der Smartwatch im Prinzip geleitet werden. Das ist Fitbits großer Versuch, jetzt auch mit Samsung und mit Apple im Smartwatch-Fitness-Tracker-Bereich zu konkurrieren. Die beiden Hersteller haben Fitbit ja ordentlich unter Druck gesetzt mit ihren Geräten, mit Samsung vor allem mit den Galaxy Gear-Geräten, während Apple mit der Watch natürlich auch sehr stark ist bei iPhone-Nutzern. Und diese Nutzer will Fitbit eben zurückgewinnen, aber man unterstützt weiterhin Windows 10 Mobile, weil auch Windows 10 Mobile ein ziemlicher Rückhalt war für Fitbit in den letzten Monaten, wo eben die Verkäufe nicht so gut waren. Grundsätzlich muss man sagen, sehr hochwertig. Wir haben hier die Variante mit dem Silikon-Sportarmband, aber es gibt auch unterschiedliche. Die Silikonbänder kann man für 30 Euro zusätzlich erwerben und natürlich austauschen. Während das Lederarmband, das wir noch zu sehen bekommen, 60 Euro kostet. Schönes Produkt, sieht wirklich gut aus und unterstützt Windows 10 Mobile. Wir werden das auch noch sehr ausführlich testen, was die Zuverlässigkeit betrifft, Akkulaufzeit und so weiter. Aber erstmal, der erste Eindruck ist wirklich sehr positiv, sieht sehr hochwertig aus, sehr gut aus. Und das war es auch schon von mir und vom Fitbit-Stand auf der IFA in Berlin. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fast.